Und ich hatte meine gesamte Jugendzeit die übelsten Komplexe, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie man sich richtig schminkt. Und mir haben alle immer gesagt, hey, du hast so schöne Lippen. Und dann war ich so, ja, voll schön, danke, ich freue mich so. Also wollte ich meine Lippen schminken und habe mir einfach Lippenstift und Lipgloss ins Gesicht geknallt. Und ich habe einfach ausgesehen wie ein Clown. Wisst ihr, wie das aussieht, wenn du von Natur aus richtig volle Lippen hast, aber relativ kleine Augen, die nicht besonders spektakulär sind und dunkel und du keinen Wimpernaufschlag hast und keine Augenbrauen, nichts und nur einen Mund? Genau, man sieht nur noch den Mund. Ich habe ausgesehen wie ein Clown. Ich habe mich geschminkt, ich hatte keine Ahnung, wie man Schminke macht und es war einfach nur noch ein Ich habe ausgesehen, als hätte ich mir mit 16 die Lippen aufspritzen lassen, weil ich einfach nur Mund hatte. Ich hatte nichts anderes in meinem Gesicht außer Mund. Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, wie man sich schminkt. Also habe ich dann einfach angefangen, mir Eyeliner zu ziehen. Aber so, wie sich alle 16-Jährigen damals Eyeliner gezogen haben, nämlich richtig schwarz. Wenn du dir Bilder anschaust von mir mit 16, dann habe ich tiefschwarzes Augen-Make-up, nur schwarzes, einfach nur schwarz und rote Lippen und dazwischen ist nichts. Keine Ahnung, was Foundation ist, was sind Augenbrauen, was ist Make-up allgemein, das ist einfach nur schwarz-rot. Ganz furchtbar. Ich suche euch alte Bilder raus. Das sieht... Ja, ich hatte eine massive Emo-Phase. Mal gucken, ob ich da noch alte Bilder finde. Okay, das ist kein geschminktes Bild, aber das beschreibt meine Pubertät richtig gut. Wie alt schätzt ihr mich auf dem Bild? Es wissen ein paar Leute von euch, kennen das Bild schon. Die Leute, die wissen, wie alt ich auf dem Bild bin, bitte seid still und sagt nichts dazu. Ich möchte gerne wissen, wie alt ihr mich auf diesem Foto schätzt. Das war 2011. Das heißt, das ist mittlerweile 11 Jahre her. Dann bin ich 13. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Sieht doch total gesund aus mit dem Schwarz. Dem sehr schön, sehr hübsch, dick aufgetragenen Schwarz unter meinen Augen. Was auch immer das werden soll, wenn es fertig ist. Was würdet ihr da schätzen? 15, 16, 18, 19, 16, 17, 15, 16, 17. Ich bin auf diesem Bild ein Jahr älter als auf diesem Bild. Ich bin auf dem Bild auf einmal 14. Das ist richtig schlimm. Ich war mit 14 so unterwegs. Ich hatte dann tatsächlich, das Fuchsschwänzchen in der Tasche toppt alles. Das war aber ein Fake-Schwänzchen. Ich möchte das zu meiner Verteidigung sagen. Das war ein Fake-Schwänzchen. Die Tasche ist fast so groß wie du. Aber ich war da auch schon 1,70. Also, das war aber schon, da. Die Rebellenphase war sehr stark in mir. Die Rebellenphase war sehr, 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 sehr stark in mir. Die Ich-hasse-euch-alle-Phase. Das war übrigens ein Facebook-Profilbild. Wer kennt es nicht? Fuck Society, but on Facebook. Ah, das ist schön. Mit der Laptop-Webcam, yo. Ich hab ein paar von diesen ganz besonderen Kunstprojekten, bei denen ich noch nicht so genau weiß, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Also ich weiß generell nicht, was ich da so zum Ausdruck bringen wollte. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas auf Facebook hochgeladen habe. Aber hey, cringe seine Großmutter. Emo mit Mantafuchs ist beinahe Kunst, aber auch nur beinahe. Das ist schon anders unangenehm. Dafür habe ich da auch ein süßes Bild. Warte, ich hab auch was Süßes. Ich war nicht nur nein, ich war auch manchmal war ich auch okay. Manchmal war ich auch, guck mal, ich habe einen Hund. Die meisten Kunstwerke werden erst sehr spät angemessen gewürdigt. Ja, das ist auch gut. Oh, das ist auch großartig. Wollt ihr die Caption davon wissen? Wollt ihr die Caption von diesem unfassbar guten, das war mein Titelbild bei Facebook. Die Caption von diesem wundervollen Bild war stolzieren, stürzen, Krone richten, weiterlaufen. Mit Wandtattoo. Oh, cringe. Warum ist das alles so klischeehaft?
Weil ich einfach, ich war die Klischee-Jugendliche schlechthin. Was soll ich machen? Ich war einfach die Klischee-Jugendliche schlechthin mit allem drum und dran. Ich hatte einfach die gleiche furchtbare Pubertät wie ganz, ganz, ganz viele andere Leute. Und die gleiche Pubertät, über die ich jetzt bei anderen lache. Be yourself. Und das ist halt einfach, also mal davon abgesehen, dass diese Kombination mit diesen Legwarmern und diesen Schuhen eine komplette Katastrophe ist. Auch einfach dieses, eigentlich will ich euch allen nur zeigen, dass ich ab heute High Heels trage. Aber damit das nicht so weird wirkt, dass ich hier einfach irgendwie so meinen Fuß in die Webcam halte, schreibe ich noch eine extrem tiefgründige Caption da rein. Weil dann wirkt es edgy. Das ist Weltklasse. Das ist absolut Weltklasse. Weltenschmerz, Pia, d'accord, ey. Krass, das ist echt zu relatable, cringe sein Vater. Es ist halt wirklich schlimm. Es ist halt wirklich, wirklich schlimm. Ich laufe durch den Regen, dann sieht man meine Tränen nicht. Das ist der Vibe. Es ist literally genau dieser Vibe. Mit allem drum und dran. Gibt auch ein süßes Foto dazwischen, damit wir zumindest ein bisschen was Süßes an der Stelle haben. Erkennt ihr sie? Das ist Beatrice. Ja, das ist Beatrice, also Bumblebee. Irgendwie witzig zu sehen, wie 12- bis 16-Jährige eigentlich schon generationenlang die gleichen Phasen durchleben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese toten Augen. Ja, komm, ich musste ja auch einfach zu jedem Zeitpunkt edgy wirken. Das war unfassbar wichtig. Also, es war unfassbar wichtig für mich. Die nächste Rebellenphase habe ich dann durchlebt, dass ich mir die Haare abrasiert habe. Das war dann der nächste krasse Sprung. Abgeschnitten und abrasiert. Das hat jetzt auch eine richtig gute Qualität. Ich war dann so, okay, jetzt werden meine Haare einfach schulterlang und ich rasiere mir einen Sidecut. Weil, fuck it. Das gibt's auch gleich noch mit besserer Qualität. Beim Aufstall ran. Auf diesem Bild war ich schon 16. Ich durfte also Bier trinken. Aufstall ran ist so wie das Oktoberfest in Deutschland. Beer yourself. Für den Spruch war ich nicht cool genug. Ich kann euch da gleich noch eins zeigen. Ich muss da nur ganz schnell Gesichter von anderen Menschen zensieren, weil ich nicht weiß, ob die in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen. Also ich hab's halt schon durchgezogen, ne? Also ich war halt schon Aufsteigerin. Ich war beim Oktoberfest, aber es war halt extrem wichtig, dass ich meine Dark-Phase mitgenommen habe. Deswegen waren ganz dringend diese Schuhe notwendig. Warte mal. Das sind übrigens Nieten. Das sind schwarze Schuhe mit kleinen Nieten vorne dran. Es musste sein. Es ging nicht anders. Und deswegen muss ich halt auch sagen, das, was ich halt mega witzig an der Stelle einfach fand, ist, dass ich damals damit gehen konnte, ne? Jetzt nächste Woche kommt das Highlight-Video von dem Rocket Beans Pen and Paper, wo ich ja hohe Schuhe anhabe und gehe wie ein junger Elch. Damals mit 16, 17 konnte ich halt mit solchen Schuhen laufen. Und zwar ohne Probleme. Ich konnte damit sprinten. Ich war beim Oktoberfest einfach 10 Stunden mit den Schuhen unterwegs und es war so, ja klar, warum nicht? Ich kann auf sowas auch betrunken laufen. Oder konnte vielmehr. Jetzt kann ich das nicht mehr. Du wärst bei uns auf dem Dorfgymnasium die gewesen, die immer schief angeguckt worden wäre, aber die alle insgesamt dann doch cool fanden. Das war ich auf meiner Schule auch. Also ich war auf meiner Schule das komische Mädchen, das mit Springerstiefeln und Netzstrümpfen und Nietengürtel und rot gefärbten Haaren in die Schule geht. Und mit Hotpants so krass, dass du meine Arschbacken sehen kannst. Band-T-Shirts all the way through, so. Und in der Schule hätte niemals jemand zugegeben, dass er mich cool findet. Und 5 Jahre, nachdem ich die Schule verlassen habe, waren die Leute so, ja, komm, aber Pia, du hattest ja schon immer deinen Style und das war ja schon immer cool. Aber in der Schulzeit waren die Leute so, yo, was ist mit ihr? What the fuck, so? Warum pubertiert sie so komisch? Und das war okay. Obligatorisches in der Straßenbahn von unten nach oben fotografiert. Ich sehe sehr badass und böse aus, Foto. Und ein paar Spiegelfotos. Die richtig schönen Bilder, wirklich mit den Schuhen und allem drum und dran, musste ich meinen alten Laptop auspacken. Da habe ich noch was Schönes. Klassisches Spiegel-Selfie. Da fehlt nur noch das Duckface. Gibt's bestimmt auch irgendwo, wenn ich lang genug suche. Oh, und dann hatte ich zwischenzeitlich das als Titelbild drinnen.
Natürlich auch mein Ex-Freund verlinkt auf dem Bild. Natürlich. Das ist einfach unangenehm. Es ist einfach nur, was habe ich mir dabei gedacht? Like, das ist einfach unangenehm. Okay, ich habe was Süßes für euch dazwischen. Ich bin ehrlich, ich versinke gerade ein bisschen in meinem Stuhl. Fremdschämen? Ich würde es euch nicht übel nehmen. Ich werde euch jetzt ein bisschen, was Positiveres mitgeben an der Stelle. Etwas, damit das den Stressfaktor reduziert. Baby Joy. Das war Baby Joy. Baby Joy ist gut. Baby Joy funktioniert immer. Oh, wir haben noch was Gutes, Leute. Oh, wir haben noch was richtig Gutes. Wir haben noch was richtig Passendes. Ja. Es wäre ja zu einfach gewesen, wenn wir nur eines dieser Profilbilder gehabt hätten. Es gab natürlich mehr Mittelfinger-Profilbilder, Titelbilder. Im Hintergrund sieht man wieder schön das Wandtattoo. Nur ein Mittelfinger-Titelbild wäre ja viel zu wenig gewesen. Es gab natürlich noch ein zweites. Ich finden wir nur ein drittes. Das würde mich nicht wundern. Oh, ich habe noch was Süßes gefunden. Das ist einfach süß. Das ist einfach süß. Ich habe aber natürlich meinen Hund auch in ein passendes Titelbild verwandelt. Ich weiß nicht genau, was ich mit diesen Titelbildern so hatte. Also ich weiß nicht, woher meine Inspiration für diese unfassbar guten Titelbilder kam. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich so eine Phase, in der ich unbedingt Titelbilder ohne Gesicht posten wollte. Und ich verstehe noch nicht so genau, woher das kam. Also irgendwie hatte ich es mit dieser, abgeschnittenen, man sieht nur meine Haare, man sieht mein Gesicht nicht, Titelbildphase. Ich weiß nicht, was es war, aber das war wohl damals in. Vielleicht verstehe ich es einfach nur nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Oh nein, oh, ich versink im Boden. Oh nein. Oh nein, was habe ich da dazu verlinkt? Das ist das Lied, das ich dazu verlinkt habe zu dem Bild. Oh mein Gott, ich cringe weg. Ich kann nicht. Wer nicht weiß, dass er eine Maske trägt, trägt sie am vollkommensten. Und das ist einfach mein fucking Facebook-Profilbild, wo mir meine Großtante folgt. Und die schlechte Boomer wird zu posten. Auch mein schönes Katharina-Make-up. Ich konnte mich auch nicht so entscheiden, ne? Lieber aus der Perspektive oder lieber aus der Perspektive? Aber mal abgesehen davon, das Lied ist eigentlich sehr schön. Ich finde einfach nur den Kontext extrem cringe. Es ist Weltklasse. Oh, okay, dann haben wir... Das ist nicht ganz... Ich glaube, das kann ich auch nicht mehr toppen. Also das letzte kann ich auch nicht mehr toppen. Aber wir haben noch ein ganz klassisches... Das war auch ein Titelbild. Das heißt, wir fassen zusammen, meine Titelbilder waren entweder ohne Gesicht oder nur die Augen. Und das meinte ich übrigens auch mit, ich hatte keine Ahnung, was Augenbrauen sind. Also das sind meine Augenbrauen, damals ungezupft und obviously auch ungeschminkt. So viel Augenbrauen habe ich von Natur aus. Ich hatte keine Ahnung, was Augenbrauen sind und deswegen sah das auch so lustig aus, wenn ich dann meine Lippen so rot gefärbt habe, weil du einfach keinen... Es sah einfach sehr, sehr weird aus. Oh mein Gott, ich habe noch was sehr, sehr Passendes. Der Lidschatten schwarz, aber bitte mit Glitzer. Ja, natürlich. Okay, jetzt mal ehrlich in den Chat. Wer hat das damals nicht gemacht? Wer hat damals nicht seine Hände bemalt in der Schule? Oh, ist doch sehr durcheinander. Also einige haben es gemacht, aber auch einige, die ganz konkret Nein sagen. Also ist das doch nicht ganz so üblich, wie ich gedacht habe. Nur Tische, Blöcke, Bücher und Hefte. Ja, der Block ist hier auch voll. Ich habe immer meinen Sitznachbarn bemalt. Das geht auch. Haben wir noch was? Haben wir noch was richtig schön unangenehm Peinliches? Okay, ich habe was Süßes für den kompletten Abschluss von dem Ganzen. Ich glaube, ich habe die ganzen richtig unangenehmen Sachen haben wir durch. Ich habe noch einen von der Brücke runterschauen, das auch sehr, sehr schön aussieht einfach. Wir hatten ein schönes Shooting hier. Einfach mal so, ja. Hallo!
Ist da unten jemand? Sieht aus wie abends nach dem Ausgang. Nee, das war nach der Schule. Ich bin so in die Schule gegangen. Das war kein Fortgeh-Outfit. Ich bin da 14. Hattest du danach auch so eine ich versuche jetzt krampfhaft normal zu sein Phase? Die habe ich jetzt. Das ist jetzt meine ich bin krampfhaft normal Phase. Und dann habe ich noch zwei schöne abschließende Bilder, um dieses wunderschöne Cringe-Fest zu beenden. Dann haben wir noch das hier. Wie winzig sie war, ne? Wie winzig sie war. Und dann haben wir Baby Pia. Da bin ich auch irgendwie so 4 oder so. Das bist doch nicht du, doch. Das bin ich. Ich hatte damals diese, ich bin nicht dieses klassische Mädchen und Jungs finden mich deswegen doof Situation. Und ich war in dem Alter, wo ich euch die Fotos gerade gezeigt habe, war ich in der Phase, in der ich davon überzeugt war, dass ich in meinem Leben niemals einen Freund haben werde, der mich richtig gern hat, weil ich halt nicht feminin genug bin. Also ich war, glaube ich, einfach sehr, sehr ruppig und sehr, sehr laut und habe dann versucht, femininer zu werden und das zu kompensieren, indem ich sehr, sehr sexy Outfits getragen habe, sehr früh. Und das war alles ein nicht so schön. Ich war einfach pubertiert. Also es war allgemein auch eine schwierige Kindheit. Ja, ich habe auch einfach pubertiert. War einfach eine interessante Kombi, alles zusammen. Aber ich find's sehr schön, mir das heutzutage anzuschauen und darüber zu lachen. Ich bin sehr glücklich, dass ich nicht mehr in dem Alter bin. Ich möchte auch nie wieder in dieses Alter kommen. Und ist halt auch, also, ist einfach eine Zeit gewesen. Ich finde, ja.